Rund 200 Menschen haben am Sonntag in Istanbul gegen die Entscheidung der französischen Zeitschrift Charlie Hebdo demonstriert, erneut Karikaturen des Propheten Mohammed zu veröffentlichen. Bilder des Propheten sind im Islam verboten. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte die Pressefreiheit und das Recht auf Blasphemie der Zeitschrift verteidigt. Macron werde einen hohen Preis dafür bezahlen, sagte der Chefredakteur des türkischen Fernsehsenders Kudus. Charlie Hebdo ist Teil eines größeren Projekts von Amerika, Israel, England und Frankreich und einigen arabischen Regimes, die alle zusammen Angriffe auf die islamische Welt unternehmen, auf unsere Region, im militärischen, wirtschaftlichen, politischen, im diplomatischen, kulturellen, psychologischen und medialen Bereich. Das satirische Wochenmagazin hatte die Karikaturen Anfang September zum Prozessbeginn gegen 14 mutmaßliche Komplizen des Anschlags von 2015 gedruckt. Bei der mehrtägigen Anschlagsserie auf Charlie Hebdo und einem koscheren Supermarkt waren im Januar 2015 insgesamt 17 Menschen getötet worden.